Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die XXL Mülltonnenbox aus dem Hause Ondis 24. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Mülltonnenbox für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Mülltonnenbox unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Vorweg sollten wir erstmal ein paar Grundsatzfragen stellen. Lohnt es sich denn überhaupt, Geld für eine etwas höherwertige Mülltonnenbox in die Hand zu nehmen? Reicht es nicht aus, die günstigste Mülltonne einfach so offen hinzustellen? Naja, ist es so, wenn zum Beispiel mal etwas stärkerer Wind weht, dann kippen die häufig um und der ganze Müll ist auf der Straße verteilt. Wenn du glaubst, dass ein überarbeiteter Müllabholer deinen Müll aufsammelt, dann hast du dich sehr wahrscheinlich geirrt, ja? Denn dafür ist meistens einfach nicht die Zeit, sprich, du müsstest es dann selbst aufsammeln und ja, dass man das eher nicht möchte, ist logisch. Außerdem, was mir beim Spazieren ganz oft auffällt, Krähen. Ungeschützter Müll wird von Krähen regelrecht zerfleddert. Das habe ich schon so oft gesehen. Also wenn du mal spazieren gehst und auf einer Straße richtig viel Müll verteilt ist, ja, dann war da kein Einbruch oder so. Meistens sind es Krähen, die versuchen da irgendwie noch Essensreste rauszupicken. Die sind ja sehr intelligent, ja, aber die verteilen dann halt den Müll überall und das ist nicht so schön, ja. Deswegen in meinen Augen ja, lohnt es sich, Geld in eine hochwertige Mülltonnenbox zu stecken. Bei diesem Angebot hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier eine qualitative Mülltonnenbox zu einem fairen Preis bekommen kannst. Natürlich muss das jeder für sich selbst beurteilen, das will ich gar nicht anzweifeln. Hier hat einfach jeder Freund des ordentlichen Grundstückes seine eigenen Vorstellungen darüber, wie viel Geld so eine hochwertige Mülltonnenbox kosten sollte. Ich kann hier wirklich nur das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten und das wirkt auf mich wirklich sehr fair. So wie ich das beurteilen kann, bekommt man hier eine gute Qualität in Sachen Mülltonnenbox zu einem fairen Preis, ja. Ich will sie dir aber natürlich auch nicht aufquatschen, deswegen lass dir definitiv deine Zeit bei dem Kauf. Es gibt sehr viele Mülltonnenboxen auf dem Markt und vielleicht dauert es ein bisschen, ehe du die passende für dich findest. Was dieses Angebot anbetrifft, gefällt mir wirklich, was du für den Preis bekommst. Das Design ist auch absolut in Ordnung, ja. Eine Mülltonnenbox muss jetzt vom Design her nicht was unglaublich auffälliges sein und ja, aber das Design hier kann sich definitiv sehen lassen, wenn du mich fragst. Und naja, der praktische Aspekt steht hier natürlich im Vordergrund und ja, was du hier bei dieser Mülltonnenbox für dein Geld bekommst, das gefällt mir doch recht gut. Aber ganz klar, muss jeder selbst entscheiden. So, das Amazon-Angebot zur Mülltonnenbox werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.